Hallo liebe Leute, Dokkan Battle mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Richtig, Majin Vegeta. Vergangenen Sonntag hatte ich ihn gezogen mit einem Single Summon. Nochmal Shoutout zu Bulic. Bulic und mein Kumpel, bekannt als Bulic, denn er ist bekannt für seine Single Summon. Hashtag ein Single Summon, ein Hashtag ein SS in die Kommentare, Guys, für Bulic. Kommen wir zurück. Majin Vegeta, ich hatte ihn gezogen. Heute werden wir Dokkan zu LR Majin Vegeta. Mit Abstand, Guys, mit Abstand, meine Lieblingskarte in Dokkan Battle. Ich habe ihn endlich gezogen. Ich hätte es niemals gedacht, dass es so früh passieren würde. Und hier erwecken wir ihn gemeinsam, Guys. Das sind die Medaillen, die ihr braucht. Und let's go! Omega Shenlong, Goku Black, Blue Vegeta, Rose und Trunks. Alle vereint, rein damit. Wir erwecken ihn zu LR Majin Vegeta. Guys, ich bin so gehypt. Schaut euch dieses Artwork an. Lecker, lecker. Richtig nice, Guys. Wunderschönes Artwork. Ich liebe diese Karte, Guys. Ich habe endlich die Karte gezogen, als ich gesehen habe, dass diese Karte in JP rauskam, als diese Karte überhaupt existiert. Ich bin ausgeflippt. Ich bin ein, ihr wisst es, ich bin ein Majin Vegeta. Nicht nur Majin, ich bin ein Vegeta-Liebhaber. Vegeta schlechthin. Vegeta ist die Person, der Charakter, der mich in Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, in der ganzen Serie geprägt hat, sage ich mal. Und genau, wir werden hier noch gemeinsam trainieren, damit ihr seht, wie lange das dauern würde. Beziehungsweise wie schwierig es ist, einen auf 150 zu bringen. Ich habe den Elder Kai Summon gemacht, um seine Super Attack natürlich hochzubringen. Und wir schauen mal, ob das was bringt mit den Elder Kais, ob die gute Experience geben. Ich habe leider keine Agility Turtles, aber wir nehmen mal die silbernen. 73. 73 wäre die Area. Nehmen wir das. 97 wären das. Das hier, 78, okay, 97. Mal schauen, ob es mit anderen besser ist, mit seinem eigenen Type. Habe hier ein bisschen was vorbereitet. Okay, auch 97. Wie ist das so? 100. Okay. 100, 100, okay, okay. Jetzt habe ich das aus dem Weg gemacht. Dann lassen wir das so. Lassen wir das so, genau. Holen direkt 100. 100 auf einen Schlag, nice. Hätten wir leider diese, die Items, Trainings-Items von einem Agility-Type, dann würde das natürlich schneller gehen und besser. Aber ich gebe mein Bestes, um das so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen was vorbereitet. Und genau. Ich hoffe, die Elder Kais helfen uns aus. 21, okay, wir nähern uns. Ja, wie gesagt, ich war überglücklich, Guys. Es war mit einem Single Summon. Ich hätte es nicht geglaubt. Es war das Single Summon, die 5 Stones von dem Tageslogger in JP, was wir momentan bekommen. Ich war baff. Ich habe total geschrien. Überglücklich. Bin wirklich happy, diese Karte zu haben. Dankbar. Und genau, ich wollte sie deshalb mit euch gemeinsam erwecken. Sie es demonstrieren. Die Karte euch demonstrieren. Jetzt ist es ein bisschen knapp, Guys. Okay, okay, schauen wir mal. Kriegen wir die 150? Ah, schauen wir mal, schauen wir mal. Wir haben noch die Elder Kais. So. 3, oje, oje, ihr seht schon, es wird knapp. Nur 3? Okay, wir kriegen ihn wahrscheinlich nicht auf 150, macht aber nichts. Das sollte es reichen, so ein hoher Level für eine Showcase in diesem Video. Und die Super Attack Max, was heißt Maxen? Wir erhöhen sie trotzdem, haben sie auf 15, 14 gebracht, ist nice. Andere Elder Kais müssen noch farmen, sammeln. Ich habe noch die vom Gemstones offen, vom Barbershop. Ihr seht, es ist wirklich schwierig, einen auf 150 zu bringen. Aber ja. Nice, wirklich. Oh, diese Karte sieht so nice aus. Oh, schaut sie euch an. Schaut die Karte euch an, Guys. Wirklich geil. Ich habe ein bisschen im Dupe-System was gemacht, sehr wenig. Geschaut, dass die Level 5 auf Additional Attack bekommen. Und
Genau. So, jetzt machen wir eine Stage zum Demonstrieren. Und zwar würde ich sagen, wir machen die Janemba Stage. Denn mir fehlen dort die Medaillen. Ich habe Janemba zwar nicht, ich habe den Banner eigentlich gar nicht gemacht. Heißt, nur den Gogeta-Banner. Aber wer weiß, wir sammeln die Medaillen trotzdem an. Wer weiß, was in Zukunft passiert. Jetzt wird es spannend, ob wir auch überhaupt einen Majin Vegeta als Friend kriegen. Ich bezweifle es. Schau mal ein bisschen durch. Wenn. Oh, schaut ihn euch an. Nice. Ella Gohan. Ella Gohan, nice. Ihn habe ich auch gezogen. Da bin ich gerade dabei, die Medaillen zu sammeln. Weil ich genau auch so ein Video zu ihm machen. Awakening-Video, Showcase-Video. Bin auch drauf gespannt. Aber wie gesagt, mit dem Battlefield, das dauert ein bisschen länger, um die 35.000 Medaillen. Gemstones. Die lila Stones. Stones sage ich. Gems zu bekommen. Und genau deshalb halte ich mich gerade dran und dazu wird auch noch ein Video kommen, Guys. Ja, aber leider werden wir wahrscheinlich keinen Majin Vegeta bekommen. Als Plan B nehmen wir dann einen Super Vegetto. Vielleicht fragt ihr euch, warum nimmt der Typ denn nicht den Vierfachen? Vierfacher gibt den Super. Oh, sehr nicer Vegetto. Den nehmen wir. Und so sieht unser Team aus. Genau, wir legen mal direkt los. Genau, Vegeta, der Vierfache, gibt super Agility-Types. Den Boost von 120% auf jeden Attribut. Und Ki plus 3. Und den Extreme Agility-Types nur 50% und Ki plus 1. Und wie ihr vielleicht sicherlich wisst, ist Majin Vegeta ein Extreme-Type. Deshalb nehmen wir die Mono Agility Leader. Einerseits den LR Majin Vegeta, er gibt Ki plus 3 auf jeden Attribut 90% und den altbekannten Super Vegetto, wie ihr gerade gesehen habt, er gibt Ki plus 3, nice auf Majin Vegeta und auf jeden Attribut 70%. Genau. Ah, ich bin aufgeregt, Guys, ich bin aufgeregt. Ah, diese Karte. Ah, Gott sei Dank habe ich sie gezogen. Wirklich nice. Ah, wie gesagt, immer noch aufgeregt seit Sonntag. So. In der Runde ist er leider nicht da. Wir werden versuchen, alle Blauen mal für ihn zu behalten. Wen hauen wir hier raus? Ich werde es so machen, Guys. Hau mal Rose raus. Obwohl, ne, Rose behalten wir wegen der Pässe für Majin Vegeta. Ne, eben nicht. Halt. Wir müssen aus der Rotation hauen, damit er mit Majin Vegeta in eine Rotation kommt. Machen das so, haben natürlich. Ja, ein paar Agility-Sphären verloren. Macht nichts. Ja, LR Majin Vegeta, was gibt es ihm zu sagen? Außer dass es. Also, momentan hat er von den Stats her, vom Durchschnitt, nimmt er die Stats, HP, Attack und Left zusammen, ist es die beste Karte. Hat zum Durchschnitt die besten Werte. Was macht seine Passive? Fangen wir mal von oben an. Leader Skill, wie gesagt, auf Agility-Types, Ki plus 3, auf jeden Attribut 90%. Passive haben wir 150%, wenn er eine Super Attack launcht. Und da ist es schon. So. Ah, der hat die Keys geändert. So, was jetzt zu sagen gibt. Und zwar werden wir das so machen. Genau. Was es zu sagen gibt. Wie jeder LR hat er zwei Ultis. Hier starten wir die Ultra Super Attack. Ultra Super Attack startet ab 18 Ki, wenn mich nicht alles täuscht. Moment. Ja, das sollten 18 Ki sein, denke ich mal. Und ab 18 Ki macht er seine Final Explosion gegen Buu. Das, was er gegen Majin Buu gemacht hat. Hier kommt sie. Schau, wirklich geile Ulti. Was macht diese Ulti? Sie macht Colossal Damage, nicht Mega Colossal, also die zweite, die Ultra Super Attack, macht Colossal Damage und hat Rare Chance zu stunnen. Die erste Ulti macht Mega Colossal Damage und hat ebenfalls eine Rare Chance zu stunnen. Erste Ulti, werde ich euch vielleicht auch zeigen, wir werden bestimmt dazu kommen, ist Final Impact, weiß nicht. Aber werdet ihr sich auch kennen. So, wie machen wir es hier? Ja, wir machen es so, Guys. Wir müssen Super Vegetto nach hinten tun.
Und ja, das ist ein bisschen nervig, dass wir diese Janemba Stage eigentlich machen, denn er kann ja dodgen. Ja, genau, GG. Ja, also bei Super Vegeta ist es andersrum mit den Ultis. Normalerweise ist es bei den LRs so, dass die zweite Ulti, die ab 18 Ki Mega Colossal Damage macht, hier ist es anders. Finde ich nice, finde ich sehr, sehr nice, denn diese Final Explosion war seine Ulti. Die Super Attack schlechthin von ihm. Hat er sich geopfert. Ja, jetzt konnte er auch noch unsere. Ah, nice, okay. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass sie Final Explosion genommen haben, als natürlich Ultra Super Attack. Macht dafür nur Colossal Damage, aber trifft auch jeden Gegner. Und wie gesagt, Rare Chance to Stun. Da ist wieder unser Majin Vegeta. Wir halten ihn mit Rose immer intakt. So, das wird wahrscheinlich die erste Ulti. Genau, jetzt sehen wir die erste Ulti. Die erste Ulti ist ab 12 bis 17 Ki, sollte es sein. Und genau, brauchen wir einen Heal eventuell? Ne, eine Ulti kassieren wir. Können wir kassieren, denke ich mal. Ja, sollte gut ausgehen. Okay. So, jetzt. Ah, Geist, ich hoffe, wir treffen ihn. Komm schon. Nice, getroffen. Okay, jetzt wird es doch brenzlig mit einer Ulti, ob wir die kassieren können oder nicht. Okay, er ultet uns nicht zum Glück. Genau, so sah die erste Ulti aus. Die sie macht mega Colossal Damage, Geist. Und ja, genau. Wir stellen uns so auf. Genau, healen uns auf jeden Fall. Nehmen. Lass mich kurz überlegen, Guys. Okay, ich habe einen Ghost Rusher dabei, keinen Overnight Barber. Ikarus nehmen wir mal. Weil der nächste ist Strong Tap, da haben wir den Vorteil. Typenvorteil. Deshalb muss ich hier ein bisschen aufpassen, dass er sich wegultet. Genau. So. Und ja, links geht Majin Vegeta. Was hat er? Er hat auf jeden Fall Saiyan Warrior Race. Super Saiyan. Saiyan Pride. Saiyan Pride. Was gibt es dazu sagen? Gibt auf den Angriff 15%. Gott sei Dank hat das den vielfacher Vegeta auch. Denn bei Majin Vegeta ist es so, dass Linkskill Fierce Battle wurde ersetzt durch Saiyan Pride. Er hat kein Fierce Battle, finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schade. Dafür hat er Saiyan Pride. Saiyan Pride hat Gott sei Dank der Vierfache, sonst hätte sich das überhaupt nicht gelohnt. Wir stellen es so auf. Und genau, nice, Final Explosion. Ja, sonst hätte es sich nicht gelohnt, denn es hat sonst kein anderer Agility-Type, Saiyan Pride, außer Majin Vegeta, LR Majin Vegeta und der Vierfache. Gott sei Dank hat es der Vierfache, denn diese prozentuale Boost macht viel, viel mehr aus als ein konstanter Wert, wie zum Beispiel 2500. 15% auf den Angriff mit den anderen Link-Skills macht deutlich was aus. Ja, wie gesagt, er hat jetzt Saiyan Pride statt Fierce Battle. Beispielsweise hat LR Gon, LR Broly den Fierce Battle Link Skill. Aber ja, sei es drum. Was haben wir gesagt? Saiyan Warrior Race, Super Saiyan. Dann hat der Saiyan Pride, Shattering the Limit, gibt Key Boost, Vegeta Family, wenn mich alles täuscht, und Over in a Flash. So. Ich denke, das sollte es gewesen sein. Schauen wir mal. Ah, kann er noch alles dodgen. Ja, ja. Genau, genau. Da war ja noch was. Dodge diese Attacke. Nee. Und GG. Nice, Guys. Das ging ja schnell. Das war schön. Mit LR Majin Vegeta. Ich kann es nur immer und immer wiederholen. Wirklich sehr, sehr nice, dass ich ihn gezogen habe. Ich hoffe, ihr habt bei diesen Raids auch so viel Glück wie ich und zieht ein LR. Den LR, den ihr wolltet. Wie gesagt, überglücklich. Ich bin am Sonntag ausgeflippt. Hab sofort angefangen. Gott sei Dank kamen jeden Tag die Stages, damit ich Medaillen fahren konnte. Schema FA, Super Vegeta.
Und ja, hab auf den Tag gewartet, auf heute, damit ich ihn euch demonstrieren kann, mit euch gemeinsam erwecken kann. Da ist er, Guys. LR Majin Vegeta. Für mich mit Abstand die beste, die geilste Karte, die es auf Dokkan Battle.de gibt. Ich wollte sie unbedingt, ich habe sie bekommen. Nice, wirklich nice. Genau, Guys. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, liked dieses Video, teilt es, abonniert meinen Channel. Und falls es nicht getan habt, Guys, folgt mir auf Twitter. Das war's von mir und LR Majin Vegeta. Wir sehen uns, Guys. Schönen Tag noch.